Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück und möchte mit euch heute mal darüber reden, wie es um die Fortsetzung des Doctessors steht und was ich das letzte Jahr so über gemacht habe und was ich vorhabe weiterhin zu machen und vor allen Dingen auch, wie es auf diesem Kanal weitergeht. Einige von euch haben sich vielleicht gefragt, wo ist denn eigentlich der Gnichel hin und warum lädt er gar keine Videos mehr hoch auf YouTube und bli und bla. Einige haben mich das tatsächlich auch direkt gefragt auf den unterschiedlichsten Social Media Kanälen. Dem sei auf jeden Fall vorab gesagt schon mal, ich bin immer noch da, ich lebe noch und ich habe das auch tatsächlich auf Instagram jeden Tag immer gezeigt, wo ich bin, was ich mache und so. Also die, die mir auf Instagram folgen, die sehen das tatsächlich auf jeden Fall und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das interessiert, dann folgt mir gerne da. Und was aber nicht heißt jetzt, dass ich auf YouTube aufhöre. Im Gegenteil, ich habe vor, auf jeden Fall wieder weiterzumachen. Bloß anders als vorher. Zum Beispiel, also es haben mich mehrere Leute darauf angesprochen, aber jetzt gerade vor ein paar Tagen Ninshansal, könnt ihr unter meinem letzten Schneekönigin-Video jedenfalls sehen, da ist ein Kommentar von ihr oder ihm. Die Person hat mir quasi nochmal zu verstehen gegeben, dass es wirklich schon sehr lange her ist, dass ich was hochgeladen habe. Und ich dachte, verdammt, wie schnell ging denn dieses Jahr rum? Wirklich. Also erstmal zur Erklärung, ich bin ja Schauspieler, Moderator und Sprecher und habe in letzter Zeit sehr, sehr viel zu tun gehabt, gerade im letzten Jahr. Das bedeutet auf jeden Fall viele Jobs gehabt, was ja gut ist, ne? Was ja nicht schlecht ist. YouTube ist für mich tatsächlich eine Freizeitgestaltung und ja, selbst kreativ sein. Davon habe ich mir mal gegönnt, eine Pause zu nehmen. Dass das jetzt wirklich ein Jahr lang her ist, hat mich tatsächlich geschockt. Habe ich tatsächlich erst kapiert, als ich diesen Kommentar gelesen habe unter dem Schneekönigin-Video, dass ich tatsächlich im März das letzte Video hochgeladen habe, in dem wir ja quasi Schneekönigin gespielt haben. Beziehungsweise ich habe es ja später hochgeladen, aber im März war die letzte Schneekönigin-Show. Und seitdem ist unfassbar viel passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute möchte ich mal mit euch darüber reden. Ganz offen. Über alles quasi. Und zwar, wie ich mir das so vorgestellt hatte auf YouTube. Mein Plan war eigentlich, dass ich jede Woche ein Video hochlade. Habe ich auch gemacht früher. Und meinen Beruf und YouTube verbinde. In Form von Vlogs, dass ich immer zeige, wo ich auftrete, meine ganzen Kollegen zeige, die super lustig sind. Könnt ihr ja nochmal die Schneekönigin-Vlogs gucken. Also ich finde sie super witzig. Allerdings der Großteil von euch, den hat das nicht interessiert. Nehme ich euch nicht übel, überhaupt nicht. Für mich war das Ganze total schön, diese Vlogs hochzuladen, für mich selber persönlich. Für mich ist das wie so ein Fotoalbum, wie andere Leute ein Fotoalbum durchblättern, so kann ich immer mal meine Vlogs durchgucken, wo ich so war und so, aber es war ein Haufen Arbeit. Und während andere in ihren Hotelzimmer waren, sich vergnügt haben, zusammen irgendwas geguckt haben oder so, saß ich im Hotelzimmer und habe die Vlogs geschnitten. Und das war richtig viel Arbeit. Und dann habe ich sie hochgeladen und natürlich enttäuscht das jemanden, wenn man merkt, das wird gar nicht mehr so geguckt. Ne, die Zahlen sind unglaublich gesunken, die Zuschauerzahlen und die Abozahlen auch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Vlog hochgeladen habe, sind mir Abonnenten abgesprungen. So, oh, schon wieder ein Vlog, wollte ich nicht oder was weiß ich. Ich will auch niemandem was unterstellen. Ist ja auch euer gutes Recht. Ich mache mir nur dann auch ein bisschen den Kopf, oh, die Leute wollen gar nicht mehr so gerne Vlogs sehen. Also ich war bei ungefähr fast 15.000 Leuten, die mir gefolgt sind und jetzt sind wir, glaube ich, um die 12.000 oder so nur noch. Und ja, da macht man sich natürlich einen Kopf. Verdammt, warum hauen die ganzen Leute ab? Und dann habe ich gemerkt oder habe für mich entschlossen, A, den Leuten macht das gar nicht mehr so einen Spaß, meine Vlogs zu sehen. Die wollen mehr Doctessor sehen, die wollen vielleicht mehr Sketche sehen und solche Sachen. Es wurde mir teilweise ja auch bestätigt, es wurde ja teilweise darunter geschrieben unter den Videos, dass das der Fall ist. Und ich höre euch ja zu, ne? So ist das nicht, mit mir kann man ja reden. Und wenn ich merke, das wird gar nicht mehr so gut geguckt, dann, ja, dann war es mir tatsächlich die Arbeit auch nicht mehr wert. Und deswegen habe ich beschlossen, keine Vlogs mehr hochzuladen, weil ich gemerkt habe, die Leute wollen das nicht. 2013 war das mal ganz anders. Also 2013 haben sehr, sehr viele die Vlogs sehen wollen, auch was ich so mache auf der Bühne. Und die standen dann auch nach den Aufführungen, die kamen von überall angereist,
und standen nach den Aufführungen vor der Bühne und haben Hallo gesagt. Das fand ich total toll. Die Zeiten sind aber vorbei. Das war 2013. Wie gesagt, ich bin niemandem böse deswegen, aber es ist ja auch selbstverständlich. Ne? 2013, viele von euch waren vielleicht Teenager und sind jetzt erwachsen und Interessen haben sich halt geändert und so. Kann ich alles vollkommen verstehen. Ne? Nur ich habe halt gemerkt, dann muss ich mir die Arbeit ja auch nicht mehr machen. Und dann habe ich das geändert. Letztes Jahr. Ich habe tatsächlich gesagt, gut, die paar, die das noch interessiert, die können mir auf Instagram folgen und da sehen die das ja. Und die, die meinen Kanal abonniert haben für Doktessor etc., für die lasse ich den Kanal noch und irgendwann geht es auch definitiv weiter. Also ich habe wirklich noch Lust weiterzumachen auf YouTube und hoffe, ihr bleibt mir auch noch treu hier. Ich würde es echt schade finden, einfach euch so aus den Augen zu verlieren. Okay, ich kenne viele von euch nicht persönlich, aber habe mich doch dennoch immer wieder gefreut, mich mit Leuten zu unterhalten. Und ihr wisst, ich bin der YouTuber, der die Kommentare liest. Und dieses ganze Jahr habe ich halt mal nichts hochgeladen, was eigentlich auf YouTube-Sicht nicht gut ist. Ihr wisst ja, es gibt immer noch diesen Algorithmus. Dieser Algorithmus besagt, dass man auf jeden Fall wöchentlich mindestens ein Video hochladen sollte. Und ich habe das gemerkt, weil Freunde von mir haben tatsächlich nichts mehr angezeigt bekommen. Ne? Grüße an Selina an dieser Stelle. Selina hat mir zum Beispiel erzählt, sie hat gar nicht gewusst, dass ich noch wöchentlich was mache. Ich sage, seit 2013 habe ich wöchentlich ein Video hochgeladen und zeige immer, was ich mache. Und sie so, aha, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das ist tatsächlich so, der Algorithmus macht's kaputt. Weil, das war nämlich nicht ganz die Wahrheit, weil ich hatte nämlich mal 2 Monate, glaube ich, mal Pause gemacht zwischendurch auch. Und dadurch ist der Algorithmus kaputt gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass meine Freunde, die haben jetzt diese Glocke angeklickt, weil mit dieser Glocke, da kriegen sie dann eine Benachrichtigung, wenn ich mal wieder ein Video hochlade. So, das hat mich jetzt zu diesem neuen Plan geführt. Wenn ich jetzt Videos hochlade, dann sollen sie qualitativ gut sein und nicht, weil mir YouTube vorschreibt, du musst jetzt irgendein Video hochladen, damit das den Algorithmus erhält. So. Das Problem ist aber, wenn ich das nicht mache, jede Woche ein Video hochladen, damit der Algorithmus erhalten bleibt, dann sehen die Leute das ja gar nicht, die mich abonniert haben und immer noch das sehen wollen, wenn ich nichts hochlade. Versteht ihr? Das ist echt ein blödes Problem. Deswegen habe ich den neuen Entschluss gefasst und ich kann mit euch über alles reden, hoffe ich. Ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nicht gut findet oder wenn ihr es gut findet. Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich jetzt nicht mehr so viele Videos hochladen werde. Aber hoffe darauf, dass ihr vielleicht diese Glocke anklickt, damit ihr dann Bescheid bekommt, wenn mal ein Video wieder hochkommt und mich dann aber lieber qualitativ hochwertigeren Videos widme. Wie findet ihr die Idee? Ich habe das damals nicht mit euch besprochen, das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte vielleicht ein Video machen sollen, in dem ich euch das damals schon erklärt habe, dass ich das vorhabe. Dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen schneller in die Puschen gekommen, nicht erst ein Jahr später. Weil ich habe das gar nicht gemerkt, dass dieses Jahr rumging irgendwie. Ich habe so viel erlebt. Ich habe in so vielen Stücken mitgespielt. Ich habe eine Hörspielserie eingesprochen. Ich habe ein anderes einzelstehendes Hörspiel eingesprochen. Ich habe jeden Tag zu tun gehabt. Und deswegen ist mir die Zeit so schnell rumgegangen, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich so gar kein Video mehr auf YouTube hochgeladen habe. Schon seit einem Jahr. So, und das bringt mich auf den Punkt des Doktessors. Da habe ich auch ganz klipp und klar gesagt, ich finde es ganz, ganz toll, dass immer wieder Leute fragen, wann kommt die neue Folge, gibt es überhaupt eine neue Folge und so weiter und so fort. Ich habe das immer noch vor, neue Folgen zu machen, aber ich erlaube mir diese künstlerische Freiheit, dass ich mir dafür Zeit nehme, weil ich möchte nicht mich hinsetzen und krampfhaft nach einer Fortsetzung zu suchen, sondern ich möchte Ideen bekommen und mich dann hinsetzen und eine Staffel schreiben. Und ich möchte nämlich auch keine einzelne Folge schreiben, weil sonst drehe ich eine Folge und dann war es das wieder ganz lange. Nein, ich möchte wieder eine ganze Staffel schreiben, wie ich es mit der ersten Staffel auch gemacht habe, und da nach und nach
dran drehen und dann nach und nach ein paar Folgen hochladen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dass ich das auf diesem Wege machen will. Jetzt ist es nämlich passiert, dass mich tatsächlich ein paar Freunde, ein paar Leute auf die Idee gebracht haben, wie es weitergehen könnte. Aber es kam mir bis jetzt nur eine Idee, wie es weitergeht, in einer ersten Folge einer zweiten Staffel. Ich habe noch keine ganze Staffel, deswegen kann ich euch noch keinen Termin nennen, wann es weitergeht. Aber es haben so tolle Leute gesagt, dass sie gerne mitspielen würden. Ich will jetzt noch keine Namen nennen, weil es sind auch ungelegte Eier und hinterher überlegt sich der eine oder andere doch wieder anders. Ich kann mal einen Namen in den Raum schmeißen, der auf jeden Fall gesagt hat, dass er gerne dabei sein möchte. Das ist Santiago Ziesma, der den SpongeBob spricht unter anderem oder Ferkel bei Winnie Pooh oder Steve Urkel oder sonst was. Der hat nämlich gesagt, er möchte sehr, sehr gerne mitmachen. Den habt ihr übrigens auch ein paar Mal auf meinem Instagram-Account sehen können schon, weil wir verstehen uns richtig gut und ich freue mich auf jeden Fall, Santiago, falls du das hier siehst, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mitmachst. Machen möchtest. Und das ist einer von vielen Namen. Und die anderen sollen aber noch eine Überraschung bleiben. Aber nur schon mal, um einen Schmankerl, ein Häppchen zuzuschmeißen. Ich sage immer noch viele M's, fällt mir gerade ein. Jedenfalls, da war es wieder eine M. Ich brauche die M-Folge wieder. Kennt ihr noch die Goldene Gnieche-Show? Da habe ich das auch schon gemerkt, dass ich viele M's sage. Und immer, wenn ich M gesagt habe, hat mir Dr. Tief, mein Sidekick, hat mir mit der M-Forke einen auf die Schulter gegeben. Das war sehr lustig. Könnt ihr mal googeln, die Goldene Gnieche-Show. War auch lustig. Es gibt alle Folgen noch online. Aber ich schweife ab. Der Doktessor. Ich möchte mich auf jeden Fall bei den Leuten nämlich mal bedanken, die mir wieder Mut und Inspiration gegeben haben, der Doktessor weiterzumachen. Da wäre zum Beispiel Steffi Engel, die Erfinderin vom Pummel-Einhorn, die hat mir auf jeden Fall wieder Mut gemacht, neue Folgen zu drehen. Das war die Frau, die mir übrigens auch diese geile, absolut tolle Zeichnung gemacht hat. Ich freue mich da total drüber. Ich freue mich. Dann möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei der Exitussi. Die hat mir auch sehr viel Inspiration gegeben. Eigentlich sogar die Hauptinspiration, wie wir der Doktessor weitermachen können. Und ich möchte mich auch an Mira von der Band Dreamwood bedanken. Die hat mir auch ganz viel Mut gegeben, weil die hat sich der Doktor so angeguckt und die findet das auch total klasse. Erzählt mir immer wieder davon und sowas macht mir natürlich Mut. Und natürlich bei jedem Einzelnen von euch, der mir immer wieder schreibt, also einige von euch schreiben mir ständig, ich möchte Doktessor sehen, wann geht's weiter mit Doktessor und so. Also ihr zeigt mir wirklich, dass ihr das weiter sehen wollt. Das finde ich total toll. Falls der Algorithmus bei euch, bei dir, das kaputt gemacht hat und ihr schon gar nicht gemerkt habt, dass es schon 7 Folgen gibt vom Doktessor, dann würde ich das nochmal nachholen. Hier könnt ihr hier oben anklicken, da kommt ihr, könnt ihr euch die ganze Serie angucken. Weil viele haben das wahrscheinlich schon gar nicht gemerkt, weil der Algorithmus das so kaputt gemacht hat. Oder weil sie gedacht haben, ach, der macht sowieso nur noch Vlogs, ich will aber Doktessor sehen, gucke ich gar nicht mehr so hin oder so. Kann ja alles sein. Könnt ihr mir ja mal schreiben unten. Ich hoffe, dass dieses Video überhaupt solche Leute erreicht, weil wahrscheinlich ist mein Algorithmus jetzt so im dass das diese Leute gar nicht erreicht. Das würde ich schade finden. Auch das bitte alles unten reinschreiben. Ich werde mir alles durchlesen. Sagt mir einfach, was ihr mögt. Ich denke mal, aus meiner Analyse heraus ist es der Doktessor und es ist diese Sketch Me If You Can Reihe. Und diese beiden Sachen, die werde ich weitermachen. Doktessor kann ich, ist die meiste Arbeit, kann ich erst weitermachen, wenn ich die Ideen habe und so. Und Sketch Me If You Can, das kann ich mal immer so nebenbei machen. Ich denke mal, da wird es auch erstmal drauf hinauslaufen. Wenn ihr aber sagt, boah, das haben wir gar nicht gemerkt mit den Vlogs und so. Vielleicht überlege ich mir auch mal wieder die Vlogs zu machen. Aber ich glaube, ich liege mit meiner Vermutung, mit meinen Analysen auf YouTube richtig, dass das tatsächlich nicht so oft gesehen wird. Ich meine, früher waren das noch irgendwie 6.000 bis 8.000 Klicks und jetzt sind es nur noch 200, 300 oder so. Im Laufe der Zeit ging das immer weiter runter. Das sagt alles, oder? Wenn ihr das anders seht oder so, wie gesagt, schreibt es unten rein. Ich möchte mal wieder ganz offen mit euch über alles reden. So, und bevor ich jetzt noch mehr bla 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 mache, ja, beende ich erstmal dieses Video hier. Bis dahin erstmal, ich hoffe, ich konnte euch sehr, sehr viele Fragen beantworten. Bis dann, Rock'n'Roll. Euer Gnichel.